Hallo, herzlich willkommen auf dem Kanal Stempelzone. Ich bin aus dem Urlaub zurück, deswegen war es jetzt auf dem Kanal ein bisschen ruhiger. Aber ich möchte euch unsere Kreativ-Challenge im Team Stempelzone zeigen, wo sich doch einige Mädels dazu bereit erklärt haben, mit von mir vorgegebenen Materialien etwas zu werkeln, und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und seht dann ganz viele Inspirationen für euch. Die Materialien, die ich meinen Mädels zur Verfügung gestellt habe, sind aus einer älteren Produktreihe, die es leider nicht mehr gibt, aber ich hoffe, ihr könnt trotzdem Ideen für euch mitnehmen. Es ist so, dass wir im Team Stempelzone pro Quartal eine Kreativ-Challenge machen, wo meine Mädels von mir Material vorgegeben bekommen und dann daraus werkeln, was ihnen gerade dazu einfällt. Und so entstehen dann ganz, ganz viele verschiedene Ideen. Und die erste Idee, die ich euch vorstellen möchte, ist von der lieben Evelyn. Evelyn hat mir auch noch eine schöne Karte geschickt mit diesen süßen, was ist das, eine Heuschrecke und eine Schnecke. Und ja, Evelyn hat aus dem Material, welches war ein A4-Karton in Osterglocke und ein Designpapier aus der Reihe Bonanza Buddies. Wenn ihr euch erinnern könnt, die gab es im Mini-Katalog. Und sie hat diese kleine Box hier daraus gebastelt. Und ehrlich gesagt, ich saß hier eine ganze Zeit lang vor und dachte mir, ja gut, wie kriege ich das denn jetzt geöffnet? Und das ist eigentlich ziemlich cool. Sie hat hier die Kuh aus den coolen Grüßen benutzt. Die gibt es leider auch nicht mehr bei Stampin' Up. Das Band war von mir vorgegeben und man muss hier dran ziehen, an dieser kleinen Schlaufe, und dann öffnet sich das Ganze in dieser Form. Und drin enthalten, total süß, vielen lieben Dank, liebe Evelyn, war hier so ein Lippenpflegestift. Ich bin ganz froh, da ich mich auf Diät gesetzt habe, dass da dieser Lippenpflegestift drin ist. Den darf ich jetzt benutzen. Süßigkeiten hätte ich jetzt nicht essen können. Aber ich finde das ganz, ganz hübsch. Hier im Hintergrund ist noch so ein Doily aufgeklebt. Und ja, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine Anleitung zu so einer Box hier haben möchtet. Und dann werde ich versuchen, eure Wünsche da zu berücksichtigen. Das ist von der lieben Evelyn. Weiter geht's mit der lieben Katrin aus meinem Team, eine Namensvetterin, nur dass sie mit H geschrieben wird und ich halt ohne. Und verpackt ist die Karte super geschützt in so einer Klarsichttüte. Sie hat eine DIN-Lang-Karte gemacht, die ist ja jetzt total in. Ein Umschlag ist sogar mit dabei. Diese DIN-Langkarte, die werde ich euch auf jeden Fall mal zeigen, was für ein Format die haben sollte und wie man das Ganze gestalten sollte. Katrin hat hier ganz toll das Designpapier von vorne und von hinten benutzt, hat hier mit dem Band quasi ein Fenster gestaltet. Ich wünsche dir alles Gute, auch aus dem, ich meine, das ist der Spruch aus dem Stempelset mit den süßen Glückskäfern. Und ja, innen in der Karte haben wir dann hier noch ein Fach mit so einer ganz tollen Glitzerbordüre und noch mehr Designpapier. Und da kann man dann wunderbar einen Brief reinstecken oder aber auch eine Gutscheinkarte. Also eine ganz, ganz tolle Idee, um einen Gutschein zu verschenken oder vielleicht sogar auch ein Geldgeschenk. Danke, dass du mitgemacht hast. Ich finde das richtig, richtig gut, die Idee. Dann geht es weiter mit der Sandra. Sandra hat übrigens auch einen eigenen YouTube-Kanal. Das sage ich dann immer dazu. Auch gerne. Sandra heißt hier auf YouTube Sunny Sunshine. Und wenn ihr dort ein Profilbild mit einem kleinen Hund seht, dann ist das ihr Kanal.
Sie hat mir auch wieder separat nochmal eine Karte dazugelegt mit dem tollen Set Wahre Klasse. Das gibt es auch aktuell noch im Hauptkatalog und hat einen ganz tollen Hintergrund gestaltet. So, da steht noch was Persönliches für mich drin. Das lese ich jetzt nicht vor, aber auch diese Karte, die sie gestaltet hat, ist in Glanzfolie eingepackt. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Verwendet wurde das Produktpaket Glücksregen. Das ist auch noch im Jahreshauptkatalog vorhanden. Sehr, sehr hübsch mit diesem Regenschirm und wahre Freundschaft ist wetterfest. Das ist auch ein ganz toller Spruch. Ich denke, das hat sie mit den bestickten Rechtecken ausgestanzt und hier auch noch mal unten drunter das Band verwendet und der Regenschirm ist noch mal hinterlegt mit diesem schönen Doily. Wenn man die Karte jetzt öffnet. Oh, das ist ja cool. Seht ihr das? Das hat so einen 3D-Effekt. Da hat sie einfach mal drei Regenschirme ausgestanzt aus dem Designpapier und dann stellt sich das Ganze hier auf. Das ist eine echt coole Idee. Und dann steht hier nochmal Danke, dass es dich gibt. Mit dem Stempelset aus der Reihe Schöner Garten im Jahreshauptkatalog, wenn euch das interessiert. Da gibt es ganz viele Dankessprüche. Okay, das ist keine Tasche, sondern da hat sie einfach nur noch mal ein Designpapier oben drauf geklebt. Das finde ich echt witzig. Da fällt mir auch direkt mal was zu ein. Und dann steht, hat sie wohl noch einen eigenen Stempel mit Liebe handgemacht von Sandra. Vielen Dank fürs Mitmachen, meine Liebe. Und dann habe ich hier noch ein letztes Päckchen, das halte ich mal nicht in die Kamera, aber es ist die liebe Silke und die liebe Silke ist auch in meinem Team. Und die Silke ist auch geschäftlich mit Stampin' Up! Unterwegs, also wenn ihr da Interesse habt und vielleicht aus der Nähe von Lahnstein seid. Silke nimmt sehr gerne Teamies bei sich auf, genauso wie ich, und bietet die Produkte von Stampin' Up! Genauso wie ich auch an. Sie hat auch einen eigenen YouTube-Kanal und ihr findet sie auf allen Social-Media-Kanälen unter dem Namen Stampin' Wonderworld. Und ich gehe mal davon aus. Ah, oh, das ist aber schwer. Okay. Wow. Was ist das? Das sieht ja richtig genial an. Hast du mal ein bisschen Zeit für mich? Dann hat sie das mit der Crocodile hier so Ösen reingesetzt. Hier ist Designpapier verwendet worden. Cardstock, das Ganze zu einem Buch gefalzt. Hier kann man das dann aufmachen. An den Bändern sind auch ganz tolle Perlchen unten noch dran, um das Ganze zu erschweren. Ah, richtig schön. Toll. Und wenn man das Ganze aufschlägt, dann hat man hier ein. Upsala. Falsch rum ist es. Deine virtuelle Freundin Silke. Sie hat mir hier was reingeschrieben, deswegen ich reiße die Seite hier einmal raus, dann kann ich es euch auch vernünftig zeigen, weil das ist nur für mich, das ist ein Brief für mich. Ich habe mich riesig gefreut, liebe Silke, danke fürs Mitmachen und was du hier gestaltet hast, ist einfach der Oberknaller. Also hier hat man dann ein Täschchen mit Büroklammern dran, hier noch so ein ja, Lesezeichen quasi aus so einer Strohblume, würde ich jetzt sagen. Und hier hat man sogar dann noch einen Kalender ab Juni, den man nutzen kann. Und hier hat man ganz viel Platz für seine Notizen. Finde ich eine wunderbare Idee. Da hat sie sich zwar jetzt ein bisschen vertan hier mit der Front, aber ich finde das nicht schlimm. Das ist total egal. Ich werde es benutzen, liebe Silke. Vielen, vielen Dank auch dir fürs Mitmachen. Die nächste Kreativ-Challenge wird jetzt nächste Woche zu euch gesandt. Da habe ich mir auch wieder tolle ja, Materialien ausgesucht, die ich euch da zur Verfügung stellen möchte.
Und sonst, wenn du auch Lust hast, ins Team Stempelzone zu kommen, schreib mir einfach eine E-Mail oder schau dich mal auf meiner Homepage um. Da findest du alle Informationen dazu. Ich würde mich riesig freuen, genauso wie meine mittlerweile sind wir 16 Leute in meinem Team, also noch 15 weitere Mädels, alle super klasse. Und ja, ich hoffe, das hat dir gefallen und du konntest dir ein paar Inspirationen mitnehmen. Ansonsten wünsche ich dir noch einen ganz tollen Tag und vergiss nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben. Abonniere meinen Kanal und wenn du Lust hast, auch die Kanäle von meinen Teammädels. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!